Ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind. Heiliger Vater, wir sind eines Geistes. Mögen wir in die Erfahrung kommen, unsere Privatheit, unsere Geheimnisse, all das Verdrängte hochkommen lassen und dieses dem Heiligen Geist übergeben, damit wir uns endlich in Sündenlosigkeit, Reinheit, Unschuld und in unserem heiligen Licht erblicken mögen. Heiliger Vater, ich bitte um Hilfe für uns alle, für die Heilung meines Geistes, stets meinen Geist offen zu halten, mich stets über diese Welt zu erheben und meine liebevolle Sicht auf alles auszudehnen, in jeden kleinsten Winkel. Nichts will ausgelassen werden, keine Unterschiede mehr gemacht. So will ich, dass du mir vertraust, liebster Bruder. Ich will niemanden mehr in die Irre führen. Ich will zurücktreten und ihm, unseren Vater, durch den Heiligen Geist die Führung überlassen. Und deshalb stehe ich mit dir im Kreis der Sühne, Seite an Seite, Hand in Hand. So liebevoll umhüllt von der Liebe unseres Vaters, so behütet und beschützt. So sicher getragen, zärtlich angeschaut, vollkommen. In Gott sind wir vollkommen, ganz und heil. Wir werden gemeinsam in die Arche eintreten, in die heilige Beziehung, weil wir eines Geistes sind. Eine heilige Beziehung in allem. Und so will ich einen jeden freilassen, auch die, die mir am nächsten sind, mit denen ich scheinbar so verwoben bin, so verstrickt. Ich will zurücktreten und sie freilassen. Möge ich meinen Ruf nach Liebe zu einem Ausdruck von Liebe werden lassen. Für unser heiliges Selbst, das so in Gott ruht, das können wir uns mit unserem kleinen Geist nicht vorstellen. Möge die Kleinheit vergehen, all diese Körpergedanken. Ich bin reiner Geist, wir sind reiner Geist. Das ist alles. Ich bin, Gott ist. Wir sind eines Geistes, die Einsgesinntheit. In dem nur das non-duale Denken existieren kann. Nur eins, hier und jetzt. Das ist meine Ausgerichtetheit, geradewegs
zu Gott und dort klar und eindeutig zu sein. Nichts anderes mehr. Kein Wanken mehr zuzulassen. Und mich genauso wenig verurteilen, wenn ich doch ein wenig stolpere. Es hat keine Bedeutung. Diese duale Welt, diese duale Ebene hat keine Bedeutung. Mein Schwarz-Weiß-Denken, mein Hell-Dunkel-Sehen möge vergehen. Ich schaue darüber hinaus und sehe alles im Christusbewusstsein, diesem heiligen Licht der Liebe und des Friedens. Sodass selbst die Vergebung als letzte Illusion gehen wird und Gott seinen letzten Schritt tun wird und mich in den Himmel emporhebt, mit dir gemeinsam, der eine Geist. Alles ist bereits geschehen, mein lieber Bruder. Also danke, Vater, danke, Gott, danke, Heiliger Geist, danke, Bruder. Mögen wir lieben und uns lieben lassen im Sinne des Vaters. Genau jetzt, in diesem heiligen Augenblick. Amen.